Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Genau, siehst du's? Wie Matt damals schon gesagt hat, genau so wird's in die Geschichtsbücher eingehen. Die DDR, ein kleines, zänkisches Völkchen an der Nordgrenze Chinas. Genau so wird's da stehen. Ich war und bin überhaupt nicht zänkisch, Frau von Burgschlichtenhof. Einfach Gräfin, wie oft dann noch mal Bullshit? Frau Gräfin, meinetwegen. Aber wie Sie selbst nun oft genug erfahren haben, weder Ihre eigene Tochter noch Hauptkommissarin Schulz mögen in den Diensträumen... Herrje Schneider, Sie Leibeigene, Sie Untertanennatur, das ist eine harmlose Überraschung. Mögen in den Diensträumen Überraschungen. Und schon gar nicht Ihre harmlosen. Bitte, Leica, lassen Sie mich nicht schon wieder der sein, der Sie hier entfernen muss. Das letzte Mal waren Sie nur knapp vor den Handschellen und sehr knapp. Aber das ist nur eine einfache Torte. Mit Musik. Oh, der wird schon nicht gleich durchknallen. Leica meint's doch nur gut. So ist es. Ich kann gar nicht anders. Pat, ich weiß, wie sehr du Frau Gräfin magst. Kann ja auch sein, dass da in der Kiste eine Torte ist. Aber nie, niemals ist das nur eine einfache Torte. Eine Sklavenmentalität des Eugensche? Aber blöd. Blöd ist es nicht. Ein natürlich schenke ich nicht gedankenlos. Schon gar nicht bei so einem hochgeschichtlichen Jubiläum. Hier, die Mauer in aller Pracht. Oh Gott. Feinstes Biskuit. Die Selbstschussanlage, Herr Schokolad, extra herb. Drücke Sie mal hier drauf. Das werde ich nicht tun. Drücke! Boah, geil, die Dinger funktionieren wirklich. Wie damals, mein Pitsche, wie damals. 20 Jahre Mauerfall, da lasse ich mich nicht lumpe. Da wird symbolisch gewonnen, wird da. Und wenn dann der Zeitpunkt ist, wo der Schabowski sein Zeug vom Zettel stammelt, hier drücke. Mhm. Wir wollen durch eine Reihe von Umständen, dazu gehört auch das Reisegesetz, die Chance, also der souveränen Entscheidung des Bürgers, oh Gott, zu oh reisen, Gott, oh Gott. Wohin er will. Ich kotze gleich. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Dann dachte ich mir, dann kommt dein östlich Hauptkommissarische Schulz mit Schaft TZ und haut mit der Faust ins Biskuit. Danach Tischfeuerwerk und Schambus fürs ganze Büro bis runter in die Kantine. Ja, wenn das nicht zünftig ist. In Grund und Boden. Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Musik: Tim Frühwirt. Regie: Alexander Schumacher. Kommt, Leute, darauf trinke mir ein. Gräfin! Zum Geier, was hast du hier zu suchen? Ich dachte, mir hätte klar vereinbart, noch ein Auftritt von der Sort in Zahle 1 und du suchst dir deine eigene Wohnung. Geschichtliche Ereignisse, da zählt das nicht. Höre Gewaltmeiser, Joschasche. Es ist wirklich nicht so, wie es vielleicht aussieht. Pitt, wie oft habe ich diesen Satz schon von dir gehört? Wieso bist du nicht in der Schule? Heute ist keine. Kein Grund. Hauptkommissarin Schulz, TZ, bitte, ich war deutlich, ich habe mein Bestes getan. Aber diesmal scheint sich's wirklich nur um eine nette Geste zu handeln. Nette Geste, klar. Hab mitgehört. Ich soll mit der Faust in einen Kuchen schlagen. Ja, ist doch witzig. Sie könne die Mauer auch mit dem Kuchenlöffel umtupfen. Schon recht. Heißt ja, es war eine friedliche Revolution. Ich bin da dramaturgisch flexibel. Ich werde weder schlagen noch tupfen. Torte schnappen und raus hier. Ganz ruhig. Ganz ruhig, mein Schulz mit TZ. Aber hier handelt es sich ja schließlich um ein geschichtliches Ereignis. Und zwar um eins um Ihre kleine, dicke Figur. Friedliche Revolution, wie gesagt. Noch ein Begriff, mein Chefsche? Hören Sie das? Raus! Raus, oder ich... Bitte! Jetzt lernst du vom Leben. So, genau so geht deine Mutter mit ihrer eigenen friedlichen Revolution um, wie ihr brandwütendischer Gatteschlauch. Pfui, pfui Deibel. Raus, verpiss dich, Mutter. Och. Geh hin und hab was auf dem Herd oder geh wie der Rest Ostler glotzen wirklich. Mir müsse hier arbeiten. Verpiss dich? So lässt die große Leica sich von ihrer Tochter anreden? Halt den Mund, Pitt, das ist nicht mehr witzig.
Du bist 18, du bist gegen mich und als Sohn wäre dein Job, rund um die Uhr für mich zu sein. Mann, Mutter, das feiert, bis es kotzt. Jede scheiß Kaufhauseröffnung eröffnet mit Hoho, wir und 20 Jahre nach dem Mauerfall. Jeder Idiot ist plötzlich geschichtlich puppichtig. Vorabendserien, Dokus, Nachabendserien, alles Mauer. Und wir? Wir kommen dir mit einer einfachen Torte und du schmeißt uns raus? Recht so, mein Pitsche. Komm, gib's denen. Sprechchor wie Montagsdemo. Die verstehen's nicht anders. Ich oder die Torte. Ich oder die Torte. Wir sind die Torte. Wir sind die Torte. Und Mutti, was sagst du nun? Ich oder die Torte? Torte. Komm, mein Pitsche, ich adoptiere dich. Das Volk sucht sich eben eine neue Regierung. Kriminalkommissarin Sajoscha. Hey, Muttchen, überall tobt der Bär auf Feiertag. Hallo? Da wirst du doch wohl noch ein simples Tortchen. Hallo? Ich oder die Bleiben Torte. Bleiben Sie ganz. Ich oder Hallo? Die Torte. Ruhe, ich scheiß nochmal. Ich Hallo? Oder die Torte. Kann sie ganz schlecht raus hier, alle raus! Ach, Mann. Das hat mir jetzt davon... Eugen Sie nicht, die Knaller. Die Tortchenbande, Sie bleiben selbstverständlich Bitte, hier. Bitte, versuchen Sie... Gehen Sie sofort auf die Straße, in den Hausflur. Hallo? Eugen, ja. Sofort den Mitschnitt des Telefonats. Sofort! Fragen Sie, ob die Technik den Anruf noch irgendwie orten kann. Los! Rennen Sie, Mann! Sajoscha, verdamm ich, wenn ich dann bitte mal eingeweiht werden kann. Was war das da am Apparat? Ich weiß nicht. Ich. Mädel, das Blei steht dir, aber nun fass dich. Bist du sonst nicht die Pippi? Was hast du gehört? Jemanden sterben, glaube ich. Hier! Bitte! Bitte nicht! Mein Kind! Bitte nicht! 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 Mein Kind! Mein Kind! Mein Kind! Ich kann nicht mehr auf die Straße. Sie sind schon hier. Hier! Bitte, Sie müssen... Mein Kind! Kümmern Sie sich um mein Kind! Wir wollten das nicht hier. Bitte! Bitte nicht! Dieses Poltern. Wirklich keine Leitung rückverfolgbar? Die Technik sagt, das geht über Russland, Namibia, den Senegal und so weiter. Also offenbar ein Hacker. Sie muss von so einem Hackercomputer angerufen haben. Skype oder so. Zigfach verschlüsselt und verschleiert. Na, immerhin wissen wir das. Ein Hinweis auf die Szene, das Milieu. Wir lassen da einen Sachverständigen für Hintergrundgeräusche ran. Ich hab mal Bowling gespielt. Donnerwetter! So fein, mitten in der Ermittlung hört man so einen Satz doch gern von der Kollegin. Mir ist die Scheißkugel nach hinten aus der Hand gerutscht. Ball. Beim Bowlen heißt die Scheißkugel Ball. Ach richtig, wir Kripo-Cleverless sollten ja in jede Richtung denken. Nun, als Ihr Chef will ich gern auch einen sportlichen Beitrag zusteuern. Stellen Sie sich nur vor, ich hab mal Federball gespielt. Und da wiederum heißen die Federbälle schon von Geburt an einfach Federbälle. Herr JTZ, ich meine das Poltern. Die Kugel, der Ball, der hat so gepoltert. Gepoltert und dann so gekollert. Sajoscha, scheiße. Wissen Sie, was Sie da sagen? Sie meinen, die hat gerade gebowlt, als sie... Eugen! Oh Gott. Sie meinen ihren Kopf? So Samurai-Schwertmäßig, so zack und ab? Oh Mann, und ich hab mich in die Provinz versetzen lassen. Russland, Namibia, Senegal. Wurscht, sie hat hier angerufen. Oh Gott, oh Gott. Sie muss aus der Gegend stammen oder zumindest hier sein. Ich meine, wenn ich mit meinem Rechner auf einer afrikanischen Wanderdüne hocke, komme ich doch kaum auf die Idee, in Potsdam zu rufen. In unserem plüschigen Brandenburger Bürochen. Und irgendwo da draußen irrt ein Kind ohne seine Mutter herum und die Mutter ohne... Eugen, nun kommen Sie mal kurz aus Hollywood zurück. Scheint sie ja richtig scharf zu machen. Samurai-Schwert, mutterloses Kindlein. Seien Sie doch bitte einfach wie immer. Mäßig schlau und nüchtern wie alte Semmel. Sie sind ein Mann der Akten, nicht der großen Leinwand. Dankeschön. Recht hat er aber. Machen Sie die Funkstreifen scharf. Fragen Sie in der Vermisstenabteilung, ob da was eingegangen ist, ein Kind. Sie scheint niemanden gehabt zu haben, der auf die Göre aufpasst. Irgendwo muss die ja herumstreunen. Das fällt auf. Ein streunendes Kind? TZ, das ist Irrsinn. Wissen Sie, wie viele streunende Mutter- und vaterlose Straßenkinder der Potsdamer und Berliner Raum so hat? Wir kriegen da nicht eine Meldung, wir kriegen Hunderte. Mann, Chefin, ist doch nicht Osten mehr. Wie oft noch? Apropos, was ist mit der Torte? Die fress ich jetzt. Bitte? Sie wollten abnehmen. Nix Torte, rufe ich von Frau zu Frau. Pfui, Papa. Sajoscha, Eugen,
Meine lieben Untertanen, ihr kennt eure kluge, schöne Chefin doch nun schon ein wenig. Was löst bei ihr den größten Frust aus? Was bringt sie an den Rand einer finsteren Depression? Was lässt sie zur Wirkungsfresserin werden? Was wohl? Warten. Genau. Und wir können nunmehr nichts anderes tun. Wir warten. Beschissen untätig auf eine Meldung. Warten womöglich auf einen Kopf. Warten auf einen kopflosen Frauenkörper. Eugen, meine Kuchengabel. Lasst uns beide jetzt bitte allein. Mich und die Torte. Bisschen Griff vorne, kleine Schüsselchen dran. Das kann doch nicht zu viel verlangt sein. Weltmacht, Flaggschiff der Kulturgeschichte, Urmutter des Mauerbaus, gelbe Gefahr, aber dann nicht mal ein simpler Löffel ist drin. Nasi-Goreng, Reng, Nasi-Goreng, 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 Reng, Nasi-Goreng. Und, wie geht's ihr heute? Ist sie noch in der Chipsphase oder bestellt sie schon Chinesisch? Wonach hört sich's denn an? Schlimm. Bedrohlich nachgerade. Aber ich habe vielleicht Ihre Rettung in meinem Büro. Da ist ein Kind für Sie. Kind? So kleine, halslose Dinger. Etwa hüfthoch, sehr laut, sehr beweglich, aber schnell wieder aufladbar. Kriminalobermeister Eugen Schneider, ich weiß sehr wohl, was Kinder sind. Spielen Sie nicht so hundsfies auf meine sehr verantwortliche und bewusste Entscheidung an, mit meiner Mutterrolle noch ein wenig zu warten. Hat jemand noch Sojasauce einstecken? Nein, aber Kriminalobermeister Schneider hat ein Kind. Ah, unser Eugen? Machen Sie sich nicht lächerlich. Bitte, was soll denn das jetzt wieder heißen? Halten Sie mich nicht für in der Lage, doch, dass ich... Doch, Sie sind ein rechter Womanizer. Ein schlimmer Finger. Was ist mit dem Kind? Etwa 8 Jahre, kam mit einem Taxi und hat einen Brief für Sie. Ein Schreiben, sehr interessant. Kind, 8 Jahre, Taxi, interessantes Schreiben. Eugen, wenn ich fresse, heißt das noch lange nicht, dass Sie im Gegenzug mit dem Saufen anfangen. Waren Sie an der Büroflasche? Mama! Oh, ab, mein Sohn, ich arbeite. Mutter, du Landplärre, dass du dich nicht schämst, mit dem Jungen um die Häuser zu ziehen. Und du, Pitt, such dir was in deinem Alter. Pitt, Pitt, Aufstellung! Anatme, Zwerchfellstütze und dann wie abgesprochen auf 1. 3, 2, 1. Herzlichen Glückwunsch! Ja, Schneider? Es reicht, Freunde. Ah, ja. Es reicht zu einer fetten Beugehaft. Wie Sie wollen. Mir egal, ob ihr es gut meint. Bitte? Ich habe Warum? Einen Job, einen Fall, Moment, einen sehr ernsthaften... Schulz, Hauptkommissarin Schulz. Was denn? Der Stern ist am Telefon. Die wollen über uns was machen. Aufmacher, ganzseitig, weiß nicht, vielleicht sogar Titelseite. Frauen nach dem Mauerfall. Über uns? Stern-Titelseite mit unseren Titten? Bitte? Hören Sie bitte, wir rufen zurück. Ha, da staunt er. Und mir sind die frohe Bote. Sind wir nicht frohe Bote, mein Pitche? Und was für verschärft frohe Boten wir sind. Mütterchen, hör mal. Freue mich in Würdigung der hervorragenden Leistung und aus Anlass des 20-jährigen, ihrer gesamten Belegschaft und... die Frauenministerin spricht von Frauenpower. Und sogar da hässlich Ostkanzlerin hat unterschrieben, mein Knuffel Schulz. Na, klingt das nicht in deinem kommunistischen Öhrchen? Pitt, mach das Tischfeuerwerk scharf. Ich köpf den Schambus. Moment. Es heißt die gesamte Belegschaft. Wieso immer Frauenpower? Ich beispielsweise, ich bin keine Frau und ich gehöre ja wohl auch ins Team. Nur hab dich nicht so, mein Eugen. Kannst dich ja noch entwickeln. Sofort ist hier Ruhe, aber sofort. Wow, wow. Mei je, kann der Ostsee immer nur cholerisch Ruhe. Sein. Eugen, sagen Sie dem Journalisten, dass Herr Joscha zurückrufen wird. Mach ich. Und nun zu euch. Alle Welt scheint heute Briefe für mich zu haben. Frage nur, aber scharfe, zweiteilige Frage, mein Sohn. A. Wie kommt mein Brief in deine Hände? Und B. Wieso ist er geöffnet? A. Meine Joscha-Tochter hat auch so einen Briefkasten. Und B. Runtergefallen. Und der Brief ist runtergefallen und dann aufgegangen. Ja. Mutter, ist das jetzt das Alter? Die galoppierende Demenz? Das könnte dir passen. Entschuldigen Sie bitte, aber die Kekse sind alle. Und pullern muss ich auch. Dauert das noch lange? Ich darf nicht so lange. Selbstverständlich entschuldigen Sie, wir sind hier gleich fertig. Die Toilette ist erste Tür links. Mama, du siehst den? Der ist doch gerade mal 6. Ich bin schon 7,5.
Sajoscha, Sie machen jetzt irgendetwas, was meinen Sohn und Frau von Burg-Schlichtenhof aus diesem Büro entfernt. Irgendetwas. Und es muss nicht mal den Kriterien einer Menschenrechtskommission entsprechen. Gern, sehr gern. Und wir, Großer, wir gehen jetzt mal 5 Minütchen in mein Büro, ja? Ich heiße Schulz. Schulz mit TZ hinten. Wie heißt du denn? Aaron Mittstein. Aaron mit doppelt A. Von. Aber der SpongeBob ist doch im Fenster. Wir dürfen nicht in die Wohnung. Mit mir darfst du, mein Junge, mit mir darfst du alles. Wie hoch noch? Noch 2 Treppen. Oh. Soll ich ihn in die Tasche tragen? Wieso? Na, weil sie doch so dick sind und so schnaufen müssen. Halt dein Freches. Also, die Mama sagt, wenn der SpongeBob im Fenster ist, sollst du nicht in die Wohnung kommen. Ja, dann soll ich ein Taxi fragen und ganz schnell zur Polizei fahren. Und der Papa, was sagt der so dazu? Ist doch tot. Ist mit dem Auto weggerutscht. Weggerutscht? Ja, bist du traurig, ja? Ja, Mama auch. Mama sogar noch mehr. Nächsten Montag feiern wir schon den 1. Todesgeburtstag. Todes... Ist er jetzt also 1 Jahr tot? Traurige Sache. Und na los, das Geld für das Taxi? Mappe. Und der Brief für mich? Mappe. So, jetzt sind wir da. Oh. Wenn ich alleine bin, bin ich sogar noch schneller als der Fahrstuhl. Glaubst du das? Soll ich mal vormachen? Was? Fahrstuhl? Hier gibt's einen Fahrstuhl? Ah, gut. In Ordnung. Du schließt mir jetzt auf und wartest hier draußen. Hast du mich verstanden, Aaron? Hier draußen. Vielleicht, ist Herr Joscha. Ich darf Sie doch so nennen, oder? Natürlich. Also es arbeitet sich einfach persönlicher und wir zwei haben ja persönlich zu arbeiten, nicht wahr? Ja. Also ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, auch von Ihnen, Sajoscha, gerade von Ihnen. Ein derart ausdrucksstarkes Gesicht, also Sajoscha, vielleicht auch mehr am Fenster, so Halbprofil. Ja, ja, suchen Sie das Licht. So, ja? Sehr schön. Ja, sehr schön. Und vielleicht die Brust? Ja, natürlich. Ja, selbst warum denn nicht? Dann die Akte womöglich in die andere Hand. Ach so, ja, das ist nicht... Ja, etwas niedriger. Sie ließen sie gerade sinken. Sie sehen aus dem Fenster. Blick versonnen ins Unbestimmte. Ja. Sie kombinieren, sie denken nach. So habe ich sie noch nie nachdenken sehen. Meistens frisst sie dabei Gummibärchen und pult sich mit dem Streichholz im Ohr. Machen Sie sich vom Acker, Eugen, oder es erwischt Sie mitten im Vollprofil. Oh, eine sehr erfrischende Art von Kollegialität. Sie sagen es. Könnten Sie sich nicht mit Pferdehuf und Zyklopenauge fotografieren? Das wäre blitzauthentisch und außerdem... Raus! Bin schon weg. Hochlebe die erfrischende Art. Oh. Ja, Polizeiobermeister Schneider? Oh. Das ist aber doll unordentlich. Bitte? Aaron, ich hab gesagt, du sollst draußen warten. Eugen? Ja? Also ich war das nicht. Das räume ich auch nicht auf. Nein, du bist bestimmt ein ganz ordentlicher. Geht so, aber höre ich trotzdem gern. Erzähl nicht, Schneider, ich rede mit einer Wurst. Ich bin in der Wohnung, dem Metzstein. Ein Chaos, jagt die Spurensicherung her. Mhm. Die haben hier zwar kräftig gewühlt, aber Entwarnung. Niemand hat den Kopf verloren, jedenfalls hier nicht. Okay. Wo ist der Joscha? Schon im Stringtanker auf dem Schreibtisch, nehme ich mal an. Sie stellt unsere Ermittlungsarbeit für die Kamera nach. Soll ich sie holen? Nein, lassen wir ihr den Bonbon fürs Ego. Ich bin auch gleich da. Gut. Nimm her, der Brief des Jungen, dieses Dokument Troja oder wie das Ding hieß. Mhm. Was sagen die Schriftsachverständigen? Sind die Unterschriften echt? TZ, der Brief ist nicht nur ein läppisches Fragment, sondern auch eine Kopie. Und sogar eine Kopie von einem Puzzle aus Häckslerstücken. Und ohne das Original wollen die sich nicht festlegen. Die wollen keine Verantwortung übernehmen. Die wollen sich nie festlegen. Frag die Feigengeier, was sie sagen, wenn sie aus der Verantwortung raus sind. Ja, das hab ich doch. Dann sagen die, ja, könnte sein. Also sagen sie. Kolodkowski, Markus Wolf, Strauß. Alle echt.
und Kohl und Krause auch, ja. Aber wie gesagt... Keine Verantwortung. Ja, ja, ich kann's nicht mehr hören. Bis gleich. Ja, bis gleich. Aaron, hast du ein Bild von der Mama und eins von deinem Papa? Aaron? Verdammte Scheiße nochmal! Wo steckst du? Hier bin ich, hier. Ich sollte doch hier draußen warten. Ja, richtig. Schon gut. Ich mein's nicht so. Ich bin nur... Weißt du was? Weil ich so rumgebrüllt habe, spendiere ich uns jetzt ein Eis, ja? Ist Zucker drin? Na, das wollen wir doch mal hoffen, nicht wahr, Zucker? Und nicht zu knapp? Zucker macht dick und kaputte Zähne. Hier, gucke, hab ich kaputte Zähne? Nein, die Zähne sind gut, aber du bist... Wie? Kein Wort mehr, ich warne dich. Na ja, Gucci, Herbstfarben. Schon klar, das würde sicherlich, wie sagten Sie so charmant, mein inneres Leuchten auch äußerlich verstärken. Ja, aber wissen Sie, was eine Polizeihauptkommissarin so verdient? Na ja, das ließe sich bestimmt aufbessern. Wir von der Presse und Sie sind uns ja nicht ganz unähnlich. Wir beide leben von Informationen, nicht wahr? Und Informationen, gute Informationen, kosten was. Kraft, Mühe, kombinatorische Intelligenz, manchmal auch Glück, meistens aber sehr viel Geld, kann man doch so sagen. Kann man so sagen. Worauf wollen Sie hinaus? Na, wie soll ich sagen? Uns interessiert freilich auch ganz allgemein der engagierte und dichte Arbeitsalltag von so Powerfrauen. Ja, ja, Geschenk, Geschenk. Gut, ganz direkt und ganz unter uns. Das Allgemeine für das Porträt ist im Kasten. Nun interessiert uns, wie soll ich sagen, das Besondere. Kurz, Sie arbeiten da gerade, habe ich gehört, an einem Fall Metzstein. Haben Sie gehört? So, so. Gehört. Und mal angenommen, wir würden tatsächlich an einem Fall mit so einem Namen arbeiten. Und mal ganz direkt und ganz unter uns. Inwiefern würde mich das dann meinem inneren Leuchten näher bringen? Sagen wir 10.000 sofort. Später eventuell noch einmal. 10.000? Ja gut, 20. Sind Sie interessiert? Vielleicht bin ich das. Vielleicht bin ich sogar interessiert. Der Job schlaucht rund um die Uhr. Da wäre etwas Prämie doch bloß eine Form ausgleichender Gerechtigkeit. Ja. Sehen Sie soweit auch ganz richtig. Und wir wollen ja auch den Steuerzahler nicht unnütz beuteln. Aber 20.000? Ich bitte Sie... Ich riskiere hier meinen süßen, innerlich leuchtenden Hintern und Sie kommen mit 20.000? Ich dachte, Sie wären auch interessiert. Sie sind ein harter Hund, Sir Joscha. Gefällt mir irgendwie. Doch, doch. Gut, ich lege noch einmal 20.000 drauf, dann will ich aber sehen. Und nur ich. Wir reden hier von Exklusivität. Das ist uns beiden doch klar, ja? Runden wir die erste Rate doch auf 50 auf, ja? Rechnet sich besser. Hand drauf. 50 Riesen, die erste Rate. Hand drauf. Kein Zucker, kein Fett. Und das nennt sich Kind. Und was ist Aaron eigentlich für ein Name? Zu meiner Zeit hat man Haarwasser oder Möbelpolitur so genannt. Heißen jetzt alle so. Pitt, du spielst mit ihm. Ich? Du, nicht dein Computer, ist das klar? Soll ich etwa Platzdeckchen aus Buntpapier mit ihm schnippeln? Präzise. Schön, dass ihr so kinderlieb und verständnisvoll seid. Ich hol ihn jetzt rein. Momentchen. Wenn mir hier schon den Park für ökologisch verseuchte Göre mache, dann lasst ihr euch auch anständig feiern. Feiern. Und mir zwar, komme mit in das Vier-Sterne-Hotel, da wo ihr den Preis verpasst, Krie tut. Versuchen Sie mich zu erpressen, Gräfin? Hm. Ich auch, liebe Mutti. Ich versuch das auch. Gut, es gibt eine kleine Party. Eine kleine, ja? Und ja, wir fahren in dieses Hotel. Kann ich den Jungen jetzt reinholen? Moment mal. Du lieber Gott, Leica, was machen Sie jetzt schon wieder? Was soll diese idiotische Mütze? Das ist kein Mütz, das ist ein Haub. Und zwar ein schwer mütterlicher Haub. Aber davon versteht ihr kommunistische Kanaille ja nichts von der Mutterliebe. Immer nur Lage, seid bereit, Fahneappell. Aber mit dieser sehr schöne, verschärft Wilhelm Busch-mäßige Haube habe ich der Sajoscha ja ein Jahr aus die Gute-Nacht-Stories erzählt. Ah ja, da wird mir ja jetzt einiges klar.
Alles wird mir da klar. Mein Rücken. Hast gleich ganz ohne zu sehen. Kleine, blechdürnige Nager. Du verpfeifst uns, verscherbelst Informationen an die Presse. Dir zieh ich das Rückgrat durch deinen Verräter hin in dir. Oh, was ist hier los? Schneider ist unser Undichtstell. Ein Pressemaulwurf ist der Schneider. Ein Informant. Bin ich nicht. Bist du wohl. Bin ich nicht. Bist du aus! Sie, Schneider, stellen sofort Ihre Anzugsordnung her. Und Sie, Frau Hauptkommissarin, lassen für einen Moment seinen Hals los und erstatten Bericht. Sofort! Und ohne eine Spur von diesem übersteuerten Hessisch. Also, das war so. Also, dieser Lela Kept, der Sternfuzzi, der Pressefuzzi, 50.000 TZ. Und das nur als erste Rate. Also bei allem Respekt, Sajoscha, aber mit einem Bild von Ihnen kann man vielleicht prima Eier abschrecken, aber kein Mensch zahlt dafür 50.000. Schneider, du Aktenlaus, ich zerquetsch dir. Nur auseinander! Jeder in seine Ecke! Setzen! Auf die Hände! Bannmeile 2 Meter! Na also, geht doch. So, also, Sajoscha. Polizeiobermeister formulierte sich zwar etwas überdirekt, aber 50.000? Ich meine, Sie sind ja nicht unbedingt unansehnlich. Mancher könnte sogar sagen, schön, ja, auf Ihre Art eine sehr strenge, sehr, sehr strenge Art, aber... Herrje, es geht doch nicht um mich und die dämlichen Fotos. Der Fall Metzstein, Lela Kept, war bestens im Bilde. Bietet 50.000, wenn ich ihn beliefere. TZ, wir scheinen da an einem enormen Ding dran zu sein, an einem ganz enormen. Aber, Zwischenfrage, euer Ehren. Wir haben gerade frisch die Akte aufgemacht und der weiß es schon. Woher, frage ich, woher, wenn nicht von diesem kleinen Scheel-Euligen? Schon gut, erst die Arbeit, dann der Flirt. Weg. Der Journalist bot Ihnen also 50.000? Nur die erste Rate, zum Anfüttern gewissermaßen. Ich habe ihn hochgehandelt, problemlos. TZ, ich hätte sogar noch höher pokern können. Troja. Scheinen die Sachverständigen also doch richtig zu liegen. Seit wann legen die Pfeifen sich fest? Haben sie auch nicht, aber die haben die Unterschriften durch den Rechner gejagt und keins der Autogramme war mit den Originalvorlagen 100% identisch. Ich denke, das waren die Unterschriften von Wolf Kohl Krause. Ja. Oder es könnten die sein. Sagten Sie vorhin nicht so? Könnte, ist richtig. Halbwegs sicher wird das nur, wenn wir das Originalpapier haben. Aber immerhin, also ein Indiz für eine Fälschung ist, dass eine Unterschrift mit einer anderen deckungsgleich ist. Das gibt's nicht. Jede Unterschrift ist wie ein Fingerabdruck, hat immer kleine Abweichungen. Wenn also eine genau mit einer anderen übereinstimmt... Ist sie abgemalt, abgepaust, hinkopiert. Genau. Hab's kapiert. Meine Fresse, hätte mir das nicht einer sagen können, als ich noch zur Schule ging? Gut, was haben wir? Keine Leiche, kein Täter, keinen richtigen Fall. Dafür aber ein herrenloses Kindlein und 3 Blatt Papier. Eins mit hochwohlgeborenen Autogrammen, eins mit einer Menge Nummern, ein Deckblatt mit dem pompösen Namen Troja. Und nicht den Stempel vergessen. Streng geheime Verschlusssache. Stempel der HVA. Hauptverwaltung Aufklärung. Lieber Gott, stempelte eure Stasi nicht auf jeden Fliegenschiss ihr streng geheim? TZ, ihre sogenannte Opferakte. Aß mit der Zielperson Hefeklöße, danach doppelt Kompott, Klammer auf, Apfelmus, Klammer zu, Stempel, streng geheim. Andererseits die A-Klasse der Unterschriften und ihr 50.000 Euro Gebot, liebe Kollegin. Sie sagten doch selbst, ein enormes Ding, das wir da am Wickel hätten. Richtig, Sajoschasche. Hat es Sie denn nie gewundert, warum Typen wie Markus Wolf und Golodkowski so peinlich straflos davonkamen? Sie wussten zu viel. Zu viel von dem, was die aktuell Regierenden gefährden könnte. Bin ja nicht blöd. Aber diese 3 Blättchen wird eben mal wieder irgendein alter Sack entlarvt.
Kinder, das hochgeheime Papierchen ist datiert auf Anfang 1982. Die Jungs von damals sind entweder in der Grube oder fetten längst in ihren Pensionen. Mein Gott, da sorgt sich einer um seinen Nachruf und lässt sich das was kosten. Die Mittelseite. Wenn Sie mal geruhen würden, die ganze Seite wahrzunehmen. Dann mache ich glatt. Wahrnehmen, wahrnehmen, wahrnehmen. Nummern über Nummern. Und? Die Seitenzahl? 257? Heilige! Da fehlen uns jetzt nicht nur die drei Seiten Original, da fehlen uns gleich mal 250? Eben. Und die Nummern sind nicht einfach nur Nummern, sondern Standortmarker. Ähnlich denen, wie sie in Grundbüchern stehen. Ich dachte erst, es wären damals militärische Objekte oder wichtige Ziele, aber nichts davon. Wiesen, ein paar schlaffe Äcker, Kuhdörfer. Wie auch immer, der Brief von dem Metzstein scheint nur so ein Schnupperangebot gewesen zu sein. Man wollte einen Käufer interessieren oder uns oder sonst wen. Mhm. Sajoscha, hier zwei Fotos von Martin und Sonja Metzstein. Jagen Sie die durch den Rechner und wenn Sie Martin Metzstein nicht finden sollten, keine Panik, der Mann ist tot. Mit dem Auto ausgerutscht, wie sein Söhnchen anmerkte. Schneider? Kümmern wir uns jetzt also schon um Verkehrsopfer? Ja. Mein Gott, gerade noch Sternmodel, schon bei den Verkehrsbullen. Mhm. Das geht aber rasch den Bach runter. Ja. Ja, verstanden, wir sind unterwegs. Sajoscha, vielleicht überlegen Sie sich noch einmal Ihre Bemerkungen über Verkehrsopfer. Ihre Frau Mutter hat nämlich soeben einen Auffahrunfall verursacht. Was? Keine Sorge, nur Blechschaden, aber... Blechschaden? Genau so. Genau so kenne ich die. Blechschaden. Blechschaden. Meine Mutter verursacht kein Blechschäden. Meine Mutter ist der blanke Blechschaden. Ich fasse Blechschaden. Schock, Schock, Schock. Ach, gehen Sie mal mit Ihrem Stethoskop vom Dekolleté. Ich geh nicht ohne Schock. Es ist kein läppischer Unfall. Das ist ein polizeilicher Schachzug hier. Ich bin quasi im Dienst. Die Pfote weg. Hier geht's um Höheres, also um ein bisschen Lack. Besondere Situationen erfordern besondere Reaktionen. Und ich hab reagiert. Ich komme nach meiner Tochter. Und die ist Bulle par excellence, ist die. Oh mein Gott, sie ist auch noch in einen Streifenwagen geknallt. Ihre Frau Mutter ist kein Freund von halben Sachen. Wie scheint aber allen dreien gut zu gehen. Also los, hauen wir ihre Mutter da raus. Ich mach nichts anderes, schon mein ganzes Leben lang. Da ist es, mein Töchterchen. Das ist mein Team. Und pass es auf, gleich pfeift hier ein heißer Wind, dass es ihnen den Schnauzbart kugelt. Gleich werden sie schön mit der Hacke knallen und sich entschuldigen. Sajoscha, gib's ihm! Stoß ihm Bescheid! Kommissarin Schulz, hier mein Dienstausweis. Wir übernehmen Ermittlungen in einem Mordfall. Und Entführung, das wollen wir gleich mal festhalten. Jedenfalls vielen Dank für Ihre Arbeit, Kollegen. Ich rufe Sie an und gebe Ihnen ein paar Erklärungen fürs Protokoll. Danke. Wie Sie meinen. Und das ist alles? Standrechtlich degradiert gehört, der gehört... Steich also ein, sag ich dir. Steich in die Ware. Oder ich dreh dir den Arm auf die Rücke und schleif dich an den Haaren ein. Ach, lass mich in Ruhe. Aber ins Auto. Auch sofort. Ich wollte noch ein bisschen gucken. Weg. Genial, Gräfin. Du bist einfach genial. Ach, na ja. Man kann halt nicht aus seiner Haut. Ja, sag mal, spinn ich jetzt? Du rammst einen Streifenwagen mit dem Auto, mit meinem Auto. Du gefährdest deine Gesundheit und das von dem Pitt und von dem Aaron und von der Passante und das ist nur... Der Streifenwagen war leer, die Bullen standen daneben und soffen Kaffee. Und sie hat unsere Gesundheit nicht gefährdet, sondern vielleicht sogar gerettet. Besonders die von Aaron. Genau, und Spider-Man gibt's wirklich und der Postbote ist eigentlich 007. Und Autos gehören hin und wieder einfach mal auf eine Verfolgungsjagd. Die müssen einfach mal crashen. Pitt, ich werde deine DVD-Sammlung ausmisten. Aber sowas von ausmisten. Scheißdreck. Aaron, sag du auch mal was. Sag was. Gibt's den Spider-Man wirklich? Mann, Blödi. Was wollten die Männer da vorhin von dir? Was? Die wollten mich mitnehmen. Die haben mich an der Jacke angefasst und dann sollte ich einsteigen. Und dann hat die Mützenoma so gebrüllt und den einen Mann in die Hand gebissen. Und der Pitt hat mich an der Jacke gefasst und in das Auto geschmissen. Und dann haben die Männer an die Tür gerüttelt. Aber die ging nicht mehr auf. Und dann sind wir ganz schnell losgefahren. Und die Männer sind hinterhergefahren. Und dann hat's geknallt. Und dann waren die weg. Und gibt's nun den Spider-Man? Klar jetzt. Leica hat die Bullenkutsche nicht zufällig gerammt. Die sollten uns Hopp nehmen. Zu unserer Sicherheit. Kein Aas fasst Aaron an, wenn die Bullen uns haben. Und wenn der Grosche gefallen ist. Ein Wort der Bewunderung.
Das fühlt zu einer teuflisch cleveren Modell schon gut. Naja, also, wenn das wirklich so war, also, nicht schlecht, Mutter. Ha! Gar nicht mal so schlecht. Und das will ich schriftlich. Tja, das hätten wir jetzt. Und wie geht's nun weiter? Kollegen? Ausnüchterungszelle. Was? Zu eurem Schutz, bis das hier vorbei ist. Wo sollen wir euch sonst sicher unterbringen? So ein Polizeirevier ist doch kein Hotel. Ein paar Tage wird das schon mal gehen. Muss einfach gehen. Wir stellen da ein paar Betten rein. Seigoscha, sofort stellst du dich schützend vor deine Mutter. Aber sofort. TZ, also wirklich Ausnüchterungszelle. Ja. Ausnüchterungszelle. Eigentlich ganz hübsche Idee. Mutter, nix für ungut, aber ich glaube, sowas war längst fällig. Ausnüchterungszelle. Weißt du was? Weißt du nicht mal. Ich wünsch dir den ganzen Pass von Leuten. Ich wünsch dir den ganzen Pass, dass du nicht kratzen kannst. Und das ist der Pension. Ich will sofort nachhaltig. Und? Haben Sie sich beruhigt? Die Gräfin will ein Seidenparavent im Muster der Bettwäsche. Ihr Sohn besteht auf einem Flatscreen mit 90 cm Bilddiagonale plus 10 Tüten Kokosflocken. Und Aaron wünscht sich Batman als Kuscheltier. Spider-Man. Ja, richtig, der. Aber sonst sind alle zufrieden. Neues? Nicht viel. Fahndung nach der Metzstein läuft. Bisher ergebnislos. Sauber abgetaucht. Sie benutzt nicht mal ihre EC-Karte. Achso, und dann noch ein hoher Anruf. Büro des Innenministers. Wir sollen alle Montagmorgen im Kempinski auf Rügen sein. Pünktlich. Ein Festfrühstück zu unseren Ehren. Montag? Spinnen die? Das war doch erst in 3 Wochen. Vorverlegt. Unerwartet dringende Verpflichtungen des Herrn Ministers. Tja, müssen wir eben schneller werden. TZ, ich habe den Metzstein geröntgt. Wir liegen nicht schlecht. Er arbeitete bis 2 Monate vor seinem Tod im Auftrag der Stasi-Behörde. Programmierer. Er half, das Programm zu entwickeln, mit dem man die geschredderten Akten zusammenpuzzeln kann. Okay, damit könnte er das Dokument für sich abgezweigt haben. Und sein Tod? Normal. Weil es normal ist zu sterben, wenn ein 12-Tonnen-Truck mal eben durch einen Kleinwagen rauscht. Schade. Das heißt, natürlich ist sein Tod bedauerlich. Ich dachte nur, wirklich nichts Ungewöhnliches an diesem Unfall? Am Unfall selbst nicht. Aber nach dem Unfall wurde es sonderlich. Ich habe telefoniert, wollte den Fahrer sprechen und nun höret und staunet, der Mann wurde gefeuert. Okay, soweit. Man drückt keine Fiats in den Asphalt. Aber nachdem er gefeuert wurde, lebte der Mensch auf großem Fuß. Schmuckes Häuschen, schmucke Mercedes S-Klasse. Und dann... Und dann, Herrgott, nun sonnen Sie sich nicht so im Mittelpunkt. Was dann? Setzte er sich in seinen Benz, machte das Garagentor hinter sich zu. Er stellte, so der Bericht, Deutschlandradio ein und gab sich den Auspuff. Hui. Vorhin habe ich den Verkehrsbullen erzählt, wir würden in einem Mordfall ermitteln. Wetten, dass ich nicht mal gelogen habe? Sayosha, ihr enormes Ding wächst sich zu einem Superding aus. Wir brauchen diesen Journalisten nochmal. Bestellen Sie ihn sofort aufs Revier. Yes, Sir. Oh, scheiße. Was los? Oh, scheiße. Sie sahen ja fast vor Aufregung. Scheiße, der Journalist. Ich glaube, er wartet noch in meinem Zimmer. Was? Sie überschätzen Ihre Ausstrahlung, meine Liebe. Kein Sternjournalist wartet 5,5 Stunden auf Frau Hauptkommissarin. Ja, doch, manchmal schon. Beispielsweise, wenn er mit einem paar Handschellen an den Heizkörper gebunden ist. Bitte? Wie war das? Oh, die Presse wird uns lieben. So. 6 Stunden. 6. Geben Sie mir mein Handy zurück und mein Verlagshaus wird Ihnen den Arsch voll Prozesse hauen. Freiheitsberaubung, Geiselnahme, Amtsmissbrauch, dieser Tag, glauben Sie mir. An diesen Tag werden Sie sich noch erinnern. Streichen Sie ihn sich schwarz im Kalender an. Tiefschwarz! Ja, Entschuldigung, es ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Ein bisschen was dazwischen gekommen. Die Kommissarin wollte sich eigentlich nicht entschuldigen. Wollte ich nicht? Nein. Eigentlich wollten Sie Herrn Lelakepp nur sehr nett mitteilen, dass er nun dem Haftrichter vorgeführt wird und dieses schöne warme Büro mit einer zugigen Zelle wechseln wird. Ach ja, genau. U-Haft. Angeklagt wegen Erpressung, Nötigung, vielleicht sogar Beihilfe zum Mord. Und wieso? Lieben
Liebe Frau Schmidt, Sie wissen ja nicht einmal, in welchem Film Sie hier die lächerliche Nebenrolle spielen. Sie kleine Beamtin mit Doppel-T. Schulz mit Scharf-TZ. Guter Mann, ich würde den Ton wechseln, wenn Sie noch was zu verlieren haben. Meine Chefin scheint zwar sehr ruhig, aber es ist die Ruhe im Auge des Taifuns. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Gut, gut. Dann eben in einem anderen Ton. Meine liebe Frau Schnutz, wie wäre es, wenn Sie Ihre windigen, stürmischen Beschuldigungen mal mit ein paar Begründungen unterfüttern würden? Ich bin gespannt. Aber gern doch, mein Sternchenmann. Sie wussten einfach zu früh zu viel, Sie kleiner investigativer Tausendsasser. Sie wussten, dass Sonja Metzstein bei uns auf genau dieser Nummer angerufen hat. Das Telefonat war aber verschlüsselt. Von außen kaum rückverfolgbar. Von außen nicht, wie gesagt. Sie waren das, Lela Kept. Sie waren in der Wohnung. Sie konnten auf Sonja Metzsteins Rechner sehen, mit wem sie kurz zuvor telefoniert hatte. Vor Ihnen floh die Metzstein. Oh, oh, Eugen, Eugen. Eugen, liebster Schneider. Mhm. Entschuldigen Sie bitte. Sie sind doch kein falscher 50er. Können Sie mir noch einmal verzeihen? Naja, ich esse gern Hummer zu einem guten Chateau de Crémant. Lächerlich, das... einfach lächerlich. Ich... aber Mord. Mord nicht. Nicht Mord, ja? Ich will einen Anwalt sprechen, sofort. Eugen, geben Sie ihm ein Telefon. Einen Anruf in Zahlen. Eins. Dann führen Sie ihn ab. Mhm. Kommissar Schulz, bravo. Herrlich, Sie einmal in Aktion erleben zu dürfen. Also, wenn jemand die Verdienstmedaille des Ministers verdient hat, dann Sie. Sie und Ihr Team. Bravo. Chapeau, Kollegin. Wer zum Teufel sind Sie? Wie kommen Sie hier rein? Wer ich bin? Ihr Urlaub bin ich, nennt sie. Ihre Woche 4-Sterne-Wellness auf dem schönen Rügen. Kurz, ich bin Ihre Vertretung. Wie? Nun kommen Sie, zeigen Sie mir mein Büro. Ich verspreche auch gut für Ihre Topfblumen zu sorgen. Niemand, niemand nennt mich ungestraft Nancy. Und das ist mein Büro und das wird es auch bleiben. Liebe Schulz, doch nicht gleich so bissig. Sie können sich entspannen und Ihre Galagarderobe bügeln. Gestatten Dr. Hans Nordmann, LPD im Innenministerium. Ein klitzeklein wenig höherer Dienstgrad, finden Sie nicht? Aber was sollen uns beiden Hübschen schon die ollen Dienstgrade? Hm? Sie können mich Hans nennen. Weder noch, weder bügeln noch Hans. Ich habe einen Fall. Och, Schulz, wie schade. So stur? Na, dafür sind Sie ja bekannt. Legendär, würde ich fast sagen. Gut, dann eben anders. Hauptkommissarin Schulz, Sie bereiten sämtliche Aktenlagen der aktuellen Fälle einschließlich des Falles Metzstein auf und übergeben mir die Dokumente morgen 14 Uhr. Punkt 14 Uhr. Aber ich... Haben Sie mich verstanden? Wegtreten. Enten sind total doof. Wir gehen doch keine Enten füttern. Oder spazieren. Wo ging deine Mutti denn gern mit dir spazieren? Hm? Vielleicht habt ihr beide ja einen Ort. Einen ganz geheimen vielleicht sogar? Nö. Also, Pitt, mein Sohn, als der noch klein war, der wollte ja immer zu den Baustellen die Bagger sehen, stundenlang. Und du? Ich bin nicht mehr klein. Und ich wollte nicht die Bagger sehen, sondern die Überkopflader. Hast du nie kapiert? Mensch, Pitt, ich versuche hier gerade den Jungen zu befragen und... Ich mache das dermaßen dilettantisch, dass einem die Haarwurzel einfrieren. Also, Aaron, was willst du denn mal werden? Tierarzt. Ja, und die Ente? Tierarzt ohne Enten. Tierarzt für wen? Für die Weißschwanzstachelschweine. Na bitte, suche sie bei den Weißschwanzstachelschweine. Das ist der Ort, mit dem er seine Mutter nervt. Und? Krieg ich jetzt Freigang dafür?
Oh. Die Zelle drückt mir langsam aufs Gemüt. Das ist ihre Natur, wenn sie sich angegriffen fühlen. Sie schießen ihre Stacheln nach ihnen. Na, das beruhigt mich jetzt aber. Raus da! Es kommen Leute! Nix. TZ, ich krieg da nicht mehr rein. Ich habe jetzt jeden Stein gewendet, jeden Futternapf umgedreht. Ich stinke wie Biber. Und sagen Sie mal, tun diese Stacheln irgendwas? Man wird blind, habe ich gegoogelt. Was? Blind und impotent. Eins von beiden dürfte neu für Sie sein. Was wohl? Man hat uns kalt gestellt. Wir stehen unter Zeitdruck. Aber Sie haben immer noch Lust auf Scherzchen. Wie? Die Bank. TZ, gib's auf. Wir haben alle Bankhäuser und Sparkassen der Metzsteins dreimal geprüft. Kein Schließfach, nix. Die Bank, auf der Sie lümmeln, Mann. Heiliger. Gespendet von Martin und Sonja Metzstein. Aber wo soll man an diesem Ding was verstecken? Nur Latten und Stahl. Stahlrohr. Rohr. Und das ist hohl, meine Beste. Drehen Sie das Ding um, Eugen. Los. Na, klasse. Wenn es hier Überwachungskameras gibt, dann bin ich für Stachelschweinschändung und Vandalismus dran. Na, los. Heureka. Ein Blättchen in jedem Füßchen. Da wird sich Dr. Hans Arschloch Nordmann aber über uns freuen. Ermittlungssieger auf den letzten Metern, gearbeitet bis zur letzten Minute. Sie kapieren's noch immer nicht, wie? Eugen ist da nicht mehr, wirklich nur vier Blatt. Nee, nix. Aber immerhin, also immerhin scheinen das Originale zu sein. Zeigen Sie her. Was kapier ich nicht? Was? Das ist nicht wahr. Das kann einfach nicht wahr sein. Und wenn doch, Schuld? Wenn doch, die große Politik, ja, die ganz große... Was ich nicht kapiere. Herrgott, redet mal einer mit mir. Große Politik. Schulz, wie sehen Sie denn plötzlich aus? Sie sehen aus, als wenn Sie gleich... Genau, genau so sehen Sie aus. Mensch, du fahr doch mal hier. Das, gut, gut, verstanden. Das. Schulz, die bringen uns um! Ach, Quatsch! Also, verstanden. Die Papiere sind Legenden von Wirtschaftsstandorten. Gewerbehöfe, Tagebauflächen, Industrieanlagen, Tankstellen und so weiter. Schulz! Ja. Langsamer, ich flehe Sie an! Ach, was denn? Soweit kapiert. Aber wieso fährt die, als wenn es um Leben und Tod ginge? Weil es um Ihr Leben geht oder Ihr bisheriges Leben oder so. Die Unterlagen zeigen Wirtschaftsstandorte, ja. Aber sie markieren schon 1982, wo heute genau diese oder jene Industrie angesiedelt ist. Aral, Aldi, Obi, sonst was. 1982, Sajoscha. 7 Jahre vor dem Mauerfall. Und das heißt? Oh Gott. Das heißt ja... Ja. Schulz! Ja. Fahren Sie! Ja. Treten Sie die Karre durch! Ja. Fahren Sie! Ja! Los, Gas! Wieso dauert das so lange? Sir Joscha, wir warten erst seit 17 Minuten. Das gesamte Labor arbeitet und wie die arbeiten. Darauf können Sie wetten, TZ steht hinter Ihnen mit vorgehaltener Waffe. Jedenfalls würde mich das nicht wundern. Verdammt, jetzt setzen Sie sich hin oder ich vergesse mich! Puh. Mein Gott, ich habe TZ noch nie so gesehen. Ihr Gesicht? Haben Sie schon mal so ein Gesicht gesehen? Nein. Aber was wollen Sie? Sie hat sich damals sehr aus dem Fenster gehängt, den Arsch riskiert, sogar mal eingesessen. Und jetzt? Ihre gesamte sogenannte friedliche Revolution, ein lange abgekartetes Ding von Politik und Wirtschaft beider Seiten. TZ, eine lächerliche Marionette. Man wartete nur auf den günstigen Moment und zack, Troja startet. Der Osten ist verteilt. Aber Schabowski, sein Gestammel auf dieser Pressekonferenz. Das war der Moment. Schabowski weiß bis heute nicht, wer ihm den Zettel damals zugesteckt hat.
Nee, ich bin sicher, das ist ein Fake. Wie die Hitler-Tagebücher. Genau, war der Stern ja damals auch dabei. Und Jubiläum, 20 Jahre Mauerfall. Genau, das wäre die Story. Irgend so ein Arschloch wollte schnelles Geld machen. Ein Fake, ganz sicher. Stern. Ja, möglich. Aber wieso musste dieser Martin Metzstein dann so seltsam draufgehen? Und woher hatte sein Täter plötzlich das Geld? So viel Geld? Und warum versucht das Innenministerium, uns dann so panisch aus dem Verkehr zu ziehen, als wir genau an diesem Fall arbeiteten? Verdienstmedaille? Serjoscha, wir wären eine Woche auf Rügen gewesen und wetten, wenn wir zurückgekommen wären, dann hieße es Fall gelöst, Akten geschlossen. Ach, halt's Maul, Eugen, halt endlich dein neunmal schlaues Maul. Ein Fake, eine Fälschung. Wenn nicht, dann ich... Scheiße, wie lang dauert das? Ich geh da jetzt rein. Ich geh da wenn jetzt... Wenn nicht, dann... Schulz! Dann würden Sie was machen, Serjoscha. Mann, reden Sie. Echt oder nicht echt? Erst meine Frage. Dann würde ich kündigen, die Dienstmarke dieser Schweinebande vor die Füße knallen. Das würde ich. Alle Achtung, das wollte ich hören. Aber Entwarnung. Nein, nicht echt. Oh. Sie bleiben mein Bulle, Serjoscha. Ein Glück. Metzstein wollte tatsächlich verdienen. Er hat das Dokument offenbar nicht aus den Säcken mit den geschredderten Stasi-Akten herausgeholt. Er hat es zuvor geschreddert und dann hineingetan. Keine blöde Idee. Erhöhte die Authentizität des Papiers. Und die Schnipsel erschweren die Prüfung, ob Original oder Fälschung. Nicht schlecht. Allerdings sonst massenhaft Fehler. Mehrfaches An- und Absetzen des Stiftes bei den Unterschriften, das richtige Papier, aber die falsche Kugelschreibertinte und so weiter. Naja, Eugen, benutzen Sie die Bank im Tierpark als stillen Briefkasten. Schreiben Sie der Metzstein eine Entwarnung. Es ist vorbei. Ihr Aaron wartet. Ja. Puh. Aber so richtig erleichtert wirken Sie nicht, mein Schulz. Wissen Sie, das Zeug war zwar eine Fälschung, aber sonst? Der Stern? Das Innenministerium, sicherlich auch der Verfassungsschutz. Ich meine, Metzsteins Tod könnte durchaus deren Stil gewesen sein. Sie alle haben reagiert, als wäre es echt. Oder könnte echt sein. Verstehen Sie? Naja, Kohl wollte unbedingt Vereinigungskanzler werden. Und Krause hat gleich nach dem Einigungsvertrag eine sonderbar schnelle Wirtschaftskarriere gemacht und so weiter. Alle hielten sowas für möglich, meinen Sie. Alle trauten es unseren regierenden Herrschaften zu. Und Sie, Eugen? Sie nicht? Uhr 55. Na, wer sagt's denn, wenn das nicht meine alte stramme Schulz ist? Und sogar ein Lächeln auf den Lippen. Aber wen wundert's? Ja, Rügen ist im Frühjahr einfach wunderbar. Runter von meinem Stuhl! Bitte? Meine Chefin wollte Ihnen mitteilen, dass Ihre Hinterfotzigkeit hier nicht länger erwünscht ist. Husch, husch, zurück ins Berliner Körbchen. Und da stehen Sie sich in Alter, diesem... Alter, komm, spul dich nicht künstlich auf. Wirf einen Blick in diese Unterlagen und sei froh und glücklich. Wir haben euch den Arsch gerettet. Alter, ein Anruf, Herr Polizeiobermeister Schneider. Ein Anruf und Sie können sich die Verdienstmedaille in den Wind schreiben. Eugen, gib ihm das Telefon. Schulz, das hat ein Nachspiel. Aber was für eins. Ich werde dem Herrn Minister Bericht erstatten und er wird mehr als nur befremdet sein. In welcher Art und Weise? Wird er nicht, glaub mir, wird er nicht. Und nun hau ab. Also das ist doch... Eugen, der Herr möchte gehen. Begleiten Sie ihn doch bitte hinaus. Kommen Sie. Lassen Sie mich los. Ein Dienstverfahren? Ja, eine strenge Rüge. Mindestens. Hier ist die Tür. Degradierung womöglich. Man wird sie feuern.
Man hört ja, sie Joscha, feuern. Was ist denn hier los? Du bist mal wieder gefeuert, muss ich hören? Ja, hört dann das nie auf. Im Gegenteil, Gräfin. Ihre Tochter hat sich großartig verhalten. Moralisch, integer, durch und durch menschlich. Ein großer Gott, genau das meine ich doch. Sei Joscha, aus dir wird nie ja, was. Ja, schon gut, Mutter. Wo ist denn Aaron? Du solltest auf ihn aufpassen. Der ist auf dem Gang mit einer Frau. Nach der Art zu urteilen, wie sie ihn ableckt, muss es seine Mutter sein. Was ist mit Rügen und 4 Sterne? Hab ich uns vermasselt. Da ist er wieder. Der Osten. Vermasselt. Die können nicht anders. Der TZ hier ist so ein Typ mit einer Kochmütze. Schumacher, Partyservice. Guten Abend, die Damen. Guten Abend. Ich bin mir nicht sicher, ob... Doch, Sie sind hier richtig. Schnittchen und 2 Kisten Champagner. Oh. Ja, oh. Ja, genau. Wo darf ich anrichten? Gleich hier? Und Gang runter. 2. Tür links in der Ausnüchterungszelle. In der... Bitte? Wie meinen den Champagner in die Ausnüchterungszelle? In Grund und Boden. Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Übertragung ins hessische Idiom: Melanie Peter. Musik: Tim Frühwirth. Gitarre: Martin Eichberg. Es sprachen Serjoscha, Nina Weniger, Schulz, Franziska Trögner, Eugen, Matthias Walter, Leika, Monika Hessenberg, Pitt, David Czesinski, Lela Kept, Ingo Hülsmann, Nordmann, Martin Engler, Aaron, David Reibel und Sonja Metzstein, Julia Eickmann. Ton und Technik: Carlos Eichberg und Andreas Räder. Regieassistenz: Beate Becker. Regie: Alexander Schumacher. Produktion: Deutschlandradio Kultur 2009.